Für die Linken darf ich Herrn Schalauske nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der hessische Finanzminister hat heute zum wiederholten Male einen schönen Wetterhaushalt vorgelegt. Und einige Redner haben schon darauf hingewiesen, die Konjunktur, die läuft seit Jahren außerordentlich. Wir haben es seit Jahren mit steigenden Einnahmen im Landeshaushalt zu tun, ja mit Rekordeinnahmen. Und trotz dieser guten Ausgangsbedingungen gelingt es der schwarz-grünen Landesregierung nicht, die Schwerpunkte zu setzen, die eigentlich nötig wären, um die drängendsten Probleme in unserem Land anzugehen. Und wieder einmal erleben wir, wie Schwarz-Grün versucht, die eigene Politik als Fortschritt zu verkaufen, die am Ende aber nichts anderes ist als ein Weiter-so der bisherigen. Und ich will daran erinnern, Weiter-so, das stand auch schon zu Beginn Ihrer Regierungszeit, auch dieser Legislaturperiode. Denn aus der Sorge, die Konjunktur könnte sich eintrüben und die Einnahmen könnten geringer ausfallen, haben Sie ja ohnehin im Koalitionsvertrag all Ihre politischen Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren sehen, welche Halbwertszeit diese überhaupt haben. Bis dahin aber machen Sie schlicht nichts anderes als einfach nur weiter so. Weiter so. Das machen Sie auch in Sachen PA. Auch in diesem Jahr versuchen Sie der Öffentlichkeit, und Sie haben ja von diesen Menschen in Hessen gesprochen, Herr Reul, also Sie versuchen der Öffentlichkeit Glauben zu machen, dass nun endlich etwas getan wird. Die Investitionen würden steigen, man täte etwas gegen den Klimawandel, die Kommunen würden ordentlich ausgestattet werden, und die Landesregierung würde beginnen, den Wohnungsbau im Ballungsraum anzukurbeln. Und überhaupt, so langsam, da würde doch alles gut werden. Also, wenn man Ihnen so zuhört, auch über all die Jahre, aber diesmal wieder, man bekäme ja glatt den Eindruck, in Hessen, da ginge es voran, ja, als würden hier sogar paradiesische Zustände herrschen. Und ja, eigentlich sind die Voraussetzungen, um dieses Land zum Besseren verändern, auch so gut wie lange nicht. Nur leider tragen Sie nichts dazu bei, oder nur wenig. Die Zahlen sind genannt, die Aufwächse bei den Einnahmen. Einiges verschweigen Sie dann aber oder betonen es dann nicht allzu deutlich. Wir erinnern uns daran, dass Sie oft darauf hingewiesen haben, was für ein großartiger Erfolg es doch sei, des Landes Hessen eine Änderung beim Länderfinanzausgleich hinbekommen zu haben. Wir haben das immer kritisch gesehen. Jetzt finden wir in der mittelfristigen Finanzplanung aber den Hinweis, dass Hessen im Jahr 2020 200 Millionen € weniger in das System einzahlen wird als noch 2019, eine Sache, die Sie plötzlich nicht mehr in der Deutlichkeit vor sich herantragen. Auch rühmen Sie sich weiterhin, lieber Schulden zurückzuzahlen, statt endlich in die Zukunft zu investieren. Sie haben das ein bisschen reduziert. Statt den immer proklamierten 200 Millionen € sind es jetzt nur noch 100 Millionen €, die Sie tilgen wollen. Aber um einmal die Rechnung der FDP, die Sie heute mal nicht gemacht haben, zu bemühen. Die FDP hat Ihnen in der Vergangenheit gesagt, denen es ja nicht schnell genug geht. Sie würden gern noch viel mehr haben. Wir halten das für einen falschen Weg. Das erkläre ich Ihnen auch noch einmal. Aber die FDP hatte vorher errechnet, das würde ja dann ungefähr 200 Jahre dauern, um den von vor allem der CDU angehäuften Schuldenberg abzubauen. Wenn Sie jetzt in diesem Tempo weitermachen, dann wird das Ganze 400 Jahre dauern. Das Problem, in der Zwischenzeit fehlt das Geld aber an anderer Stelle. Eine nachhaltige Finanzpolitik, zumal in einer historischen Niedrigzinsphase, die sieht einfach anders aus. Und wenn der Finanzminister, und da ist ja schon darauf hingewiesen worden in der Bild-Zeitung, den Menschen im Lande Hessen Ratschläge gibt, die, glaube ich, in keiner Art und Weise angemessen sind und auch nicht an der Lebensrealität der Menschen anknüpfen. Alleine zu sagen, die Leute sollen noch monatlich etwas sparen. Es gibt viele Menschen in diesem Land, die können sich das nicht leisten. Die müssen mit dem, was sie haben, über die Runden kommen. Diese Lebensrealität ignoriert der Finanzminister. Aber er empfiehlt in seinem Interview dann auch noch, man solle doch in Aktienfonds investieren. In seiner Einbringungsrede hier
Da sagt er noch einmal, wir brauchen eigentlich eine weitere Privatisierung der Altersvorsorge. Und das wird dann mit dem Thema Niedrigzinsen zusammengerührt. Das finde ich mehr als abenteuerlich. Und wir brauchen nicht eine Privatisierung der Altersvorsorge, sondern wir wollen eine Wiederherstellung der gesetzlichen Rente. Aber davon ist leider auch von der CDU nichts zu hören. Jetzt kommen wir aber noch einmal zum Thema Investitionen. Sie kündigen wieder an, die würden nun endlich, aber jetzt endlich steigen. Allein uns fehlt da der Glauben. Sie haben das in den vergangenen Jahren schon angekündigt. Passiert ist wenig. Wenig wurde eingelöst. Die geplanten Investitionen, das stimmt, die sind seit 2016 gestiegen. Allerdings hat sich die Höhe der nicht getätigten Investitionen seitdem auch verdoppelt. Ganze 400 Millionen Euro an geplanten Investitionen hat das Land im Jahr 2018 nicht ausgegeben. Das sind Investitionen, die wir schmerzlich missen. Das sieht zwar am Jahresende für den Finanzminister immer gut aus, wenn er noch Verbesserungen im Haushaltsvollzug vorlegen kann. Die Probleme des Landes werden aber so nicht gelöst. Und der Grund für diese Misere ist, dass der hessische Finanzminister und die ihn tragenden Fraktionen einfach keinen systematischen Plan haben, um den gigantischen Investitionsstau in diesem Land endlich aufzulösen. Sie sind ja nicht einmal in der Lage, den Bedarf im Land oder der den Kommunen entstanden ist, bei den Schulbauten systematisch zu erheben. Sie wollen gar nicht wissen, wie marode Hessens Schulen tatsächlich sind, zumindest so lange, bis nicht wieder ein Schulgebäude gesperrt werden muss wegen Baufälligkeit. Statt endlich einen langfristigen Plan zur Aufhebung dieses Investitionsstaus auf den Weg zu bringen, und der Investitionsstau, Sie kennen die Zahlen der Gewerkschaft, beträgt ja im Lande Hessen mindestens 3 bis 4 Milliarden. Statt diesen Investitionsstau zu erheben und dann auch anzugehen, schnüren Sie hier ein ums andere Mal neue kleine Investitionspäckchen, gern auch überwiegend vom Bund finanziert. Das reicht aber nicht, um die Schullandschaft in Hessen voranzubringen. Und es reicht eben nicht, auch immer mal wieder mit größeren Schecks und auf Fotos und in der Öffentlichkeitsarbeit, da legen Sie ja Wert drauf und da geben Sie auch viel Geld aus, mit schönen Fotos und großen Schecks in der Lokalpresse zu posieren. Was wir brauchen, ist eine systematische Aufarbeitung des Investitionsstaus in unseren Schulen und auch einen systematischen Abbau. Davon findet sich nichts in Ihrem Haushaltsentwurf. Das eine ist natürlich der Zustand der Schulgebäude, das andere, was drinnen vor sich geht. Lehrermangel, Unterrichtsausfall, das war ja alles gar kein Thema in Ihrer Einbringung. Und ob der Stellenaufbau in diesem Bereich, wie angekündigt, oder auch in den Bereichen Justiz und Polizei, das hält, was Sie hier und heute versprochen haben, das muss sich überhaupt erst noch in der weiteren Debatte erweisen. Nach dem gleichen Prinzip wie bei den Schulbauten geht der Finanzminister auch beim Programm Starke Heimat vor. Die Kollegin Schardt-Sauer hat darauf hingewiesen. Wir finden es besonders dreist, diesen hessischen Sonderweg, nämlich die Umlage, die die Kommunen bisher aus ihrem Steueraufkommen gezahlt haben, den Ausfall dieser Umlage nicht bei den Kommunen etwa zu belassen, sondern sie dazu zu nutzen, nach Ihrem Gusto so zu verteilen. Und wissen Sie, was die Anhörung überhaupt erst gezeigt hat? Die Anhörung hat gezeigt, dass der von Ihnen doch sonst so hochgelobte KFA, den Sie immer wieder mit neuen Rekordzahlen beschreiben, die ja auch nur etwa daherkommen, dass wir Rekordeinnahmen der öffentlichen Hand überhaupt haben, Herr Kaufmann, dass dieser KFA anscheinend nicht gerecht ist und so ausgleichend funktioniert, wie Sie immer behauptet haben, weil sonst bräuchte es das starke Heimatgesetz überhaupt nicht. Was Sie also jetzt machen, ist nichts anderes, als die Mittel nach Gutsherrenart selber zu verteilen. Und statt die Gelder eben mit Hilfe eines nachvollziehbaren,
dauerhaft tragfähigen Systems unter den Kommunen zu verteilen, stecken Sie die Gelder erst einmal in die eigenen Tasche und entscheiden dann darüber, wie die Kommunen es erhalten und was sie dann damit machen können. Ich jedenfalls kann den Zorn, und nichts anderes habe ich erlebt, der kommunalen Familie sehr gut verstehen. Und weil wir hier ja auch immer schauen, was die Nachbarbundesländer so machen, kein anderes Bundesland geht diesen Weg. Hessen geht damit einen Sonderweg, einen Sonderweg zulasten der Kommunen. Da werden wir in dieser Plenarwoche noch drüber sprechen. Wir bleiben dabei. Das Beste wäre es, dieses Gesetz einfach unverzüglich zurückzuziehen. Und die Kommunen, die hätten es grundsätzlich aber nötig, über dieses Geld auch selber entscheiden zu können. Denn sie waren in den letzten Jahren gezwungen, auch aufgrund der schwarz-grünen Politik, vor allem die Grundsteuern massiv zu erhöhen, die Grundsteuern, die dann Menschen mit kleinem Einkommen deutlich belasten. Die hessischen Grundsteuern sind die zweithöchsten im bundesweiten Vergleich. Sie sind auch am zweithöchsten in den letzten Jahren gestiegen. Und dort ist trotz aller Erfolgsmeldungen über die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland einfach weiter an der Umverteilung von oben nach unten gedreht worden, von unten nach oben, muss man besser sagen, die Umverteilung von unten nach oben gedreht, und auch, weil die Landesregierung es war, die die Kommunen hat im Regen stehen lassen über Jahre und Jahrzehnte und dann mit Schutzschirmen und Hessenkassen ihnen vergiftete Geschenke gemacht hat, die alles andere sind als ein partnerschaftlicher Umgang der Kommunen, des Landes mit den Kommunen. Die Grundsteuer belastet eben insbesondere die Menschen, die von der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre nicht profitieren konnten. Das sind Hunderttausende, die nach wie vor im Niedriglohnsektor schuften, weil die Ungleichheit bei den Einkommen in den letzten Jahren dramatisch gewachsen ist. Von den Vermögen ganz zu schweigen. Sie wissen, wir leben in einem Land, in dem die reichsten 10% der Bevölkerung mehr als 60% des gesamten Vermögens besitzen. Und dann zwingt die schwarz-grüne Landesregierung die Kommunen dazu, die Grundsteuer zu erhöhen, und sie bekommen nicht einmal eine Initiative für eine Vermögensteuer auf die Kette. So eine Politik, die ist nicht nur kommunal feindlich, sie ist auch sozial kalt, sie ist grundsätzlich falsch. Und wer von den Kommunalfinanzen hier und heute reden möchte, der darf von der Verteilung und von der Gerechtigkeit in der Vermögensverteilung nicht schweigen in diesem Land. Auch wenn Ihnen das bei einer alles in allem grün angestrichen, aber doch in der Wirtschaftspolitik letztlich neoliberalen verbleibenden Koalition doch ganz recht wäre. Wir jedenfalls bleiben dabei und werden das auch noch in diesen Haushaltsberatungen deutlich machen. Ohne eine Initiative für eine gerechte Besteuerung der Reichen und Vermögenden in diesem Land werden wir die Verteilungsprobleme nicht lösen können. Starke Schultern müssen sich endlich stärker an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen. Und dafür brauchen wir mehr Stellen in der Finanzverwaltung, mehr Anwärterstellen. Das begrüßen wir durchaus, wenn sich das dann sozusagen auch substanziell untersetzt wird. Aber wir brauchen vor allem ein gerechteres Steuersystem. Allein die Wiedererhebung der Vermögenssteuer würde dem hessischen Landeshaushalt bis zu 2 Milliarden € an zusätzlichen Einnahmen bringen. 2 Milliarden €, mit denen wir in Hessen einiges in Angriff nehmen könnten, um dieses Land sozialer und gerechter zu gestalten. Ich erfreue mich, Herr Dr. Naas, dass Sie das auch freut. Wir brauchen die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Auf die Radwege, wenn wir jetzt uns die konkreten Projekte der Landesregierung anschauen, auf die Radwege ist ja schon hingewiesen. Sie feiern sich 2 Millionen € für neue Radwege an Landesstraßen. Damit kann man schätzungsweise 15 Kilometer Radwege bauen. Immerhin, die seit 3 Jahren auf den Weg gebrachte Radwegeoffensive des grünen Verkehrsministers hat schon zu ganzen 10 Kilometer Radwegen geführt. Es geht nicht einmal fast 10 Kilometer Radwege. Man sieht also, mit Ihren Projekten geht es hier voran in Hessen. Und auch beim öffentlichen Nahverkehr, da treten Sie weiterhin auf der Stelle, statt wirklich etwas zu bewegen. Von den notwendigen Investitionen in Ausbau von Schiene, in besserer Finanzierung des Nahverkehrs von Bussen, davon sind wir weit entfernt. Das alles mag lustig klingen, ist aber symptomatisch für die Verkehrspolitik in diesem Land. Sie sind zwar immer gut darin, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber am Ende kommt einfach wenig rum bei den Menschen in diesem Land.
Und was beim Thema Radwege und Verkehrsressort noch amüsant klingt, das wird dann im Umweltressort schon fast fatal. Es sind mittlerweile die Gewerkschaften des DGB, die das Umweltressort auf die Folgen des Klimawandels hinweisen müssen. Es war die EGBAU, die im Rahmen der Haushaltsforderungen des DGBs darauf hinwies, dass das Land vor 25 Jahren, ich zitiere, rund viermal so viele Forstwirte und dreimal so viele Försterinnen und Förster beschäftigt hat. Das Problem dabei ist, dass angesichts der massiven Trockenheitsschäden im hessischen Wald die Kolleginnen und Kollegen bei Hessenforst mittlerweile der Lage kaum noch gerecht werden können. Und da bleibt es eben ein Problem, dass der Betrieb Hessenforst von Ihnen derart kaputtgespart worden ist, dass es als völlig normal gilt, dass Beschäftigte ihre eigenen Kettensägen mit zur Arbeit bringen. Ich zitiere noch einmal die EGBAU. Ohne deutlich mehr Geld aus dem Landeshaushalt wird es künftig nicht mehr möglich sein, den hessischen Wald zukunftssicher zu machen. Hier reden wir mindestens über einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Wir fordern in diesem Zusammenhang auch, uns die erforderlichen Dienst- und Betriebsfahrzeuge und Motorsägen für die Forstwirte zur Verfügung zu stellen. Es ist ein besonderer hessischer Anachronismus, dass die Beschäftigten diese Arbeitsmaterialien aus der eigenen Tasche zahlen müssen. Meine Damen und Herren, so sieht es in einem der zentralen Betriebe des waldreichsten Bundeslandes aus, für den eine grüne Ministerin seit 5 Jahren zuständig ist. Die Beschäftigten müssen die Arbeitsmaterialien selber bezahlen. Das ist doch keine Politik für den Klimaschutz. Das muss sich dringend ändern. Kurzfristig Geld in dem Haushalt bereitzustellen, ist das eine. Aber Sie müssen mittelfristig etwas am Personalmangel ändern. Sie müssen die Beschäftigten unterstützen, damit sie noch besser in der Lage sind, den Wald zu erhalten und den Wald in Hessen voranzubringen. Also, wenn man sich das so anschaut und sagt, na, das ist jetzt die Handschrift der GRÜNEN auf den hessischen Haushalt, dann kommt man auf die Idee, noch nie war grüne Politik so schwarz, zumindest einmal aus der Sicht der Beschäftigten von Hessenforst. Schwarz sind auch die Zukunftsaussichten, die Sie hier eröffnen, denn Sie halten stur fest an dem Kurs der schwarzen Null und der Schuldenbremse. Dieses verfehlte Dogma, das von immer mehr Menschen infrage gestellt wird, ist Ihnen wichtiger, als endlich soziale und ökologische Fragen für die Zukunft anzugehen. Und diese Ideologie, die ja zum Glück endlich ein bisschen aufbröckelt, die ist und bleibt zum Scheitern verurteilt. Hessen wird nicht besser, nicht gerechter, nicht grüner und schon gar nicht sozialer, solange wir eine Landesregierung haben, der ausgeglichene Haushalte wichtiger sind als Investitionen in die Zukunft. Die GRÜNEN im Bund sind dabei schon weiter, Teile der Sozialdemokratie auch, sogar bei der FDP bröckelt es an der einen oder anderen Stelle und bei wirtschaftsnahen Forschungsinstituten. Die alle haben erkannt, die Schuldenbremse wird auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein. Wann hören Sie endlich auf die und wann kehren Sie endlich von diesem sinnlosen Dogma ab? Und im Haushaltsausschuss, in der Debatte um diese vollkommen abstrusen PPP-Projekte, die wir ja hier und heute auch noch einmal auf die Tagesordnung setzen, da haben wir einiges im Haushaltsausschuss zugehört. Und ich habe den Hinweis vom Kollegen Kaufmann von den GRÜNEN zur Kenntnis genommen, dass Sie, ich hoffe, ich gebe jetzt Ihre Aussage auch richtig wieder, Sie sagten sinngemäß, dass Privatisierung, also PPP-Projekte, eine der wenigen Möglichkeiten sind, die Schuldenbremse zu umgehen. Ich finde, das ist nichts anderes als ein Eingeständnis darin, dass Sie die Schuldenbremse als einen Hebel nutzen wollen, um öffentliches Eigentum auszuverkaufen. Wir wollen das nicht. Das lehnen wir ab. Und in Zeiten von teilweise negativen Zinsen vollständig auf Kredite zu verzichten für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben, das ist ziemlich abwegig, und das trägt auch an der einen oder anderen Stelle immer absurdere Blüten. Wenn der Bundesfinanzminister erklärt, ja, Schulden mit negativen Zinsen seien ein Problem, dann kann man nur konstatieren, der Mann hat nicht verstanden, negative Zinsen für den Staat bedeuten, dass er mit Kreditgeschäften mehr Geld einnimmt, als dass er ausgibt. Deswegen müssen wir auch die öffentliche Hand
daran anpassen, dass wir in einer historischen Niedrigzinsphase sind. Das heißt aber nicht, dass man sorglos mit hessischen Steuermitteln umgehen sollte. Der hessische Finanzminister verrennt sich ja leider und hat mit mehr als problematischen und alles andere als biederen Derivatgeschäften Milliardenverluste produziert. Aber ich denke, angesichts der enormen Finanzbedarfe, die wir an allen Ecken haben, beim Wohnungsbau, bei der kommunalen Infrastruktur, bei Schulen und Hochschulen oder bei der Verkehrs- und Energiewende, da ist es doch geradezu verrückt, weiterhin unbedingt auf der Schuldenbremse zu beharren, öffentliches Eigentum in Form von PPP zu verkaufen und dann auch noch Schulden tilgen zu wollen. Das ist eine völlig irrsinnige Politik. Niemand zum Abschluss. Niemand will, dass Schulden ausufern. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem schuldenfreien Land mit maroden Schulen, fehlendem ÖPNV und massiver Wohnungsnot auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Land, das verantwortungsvoll mit Krediten in die Zukunft investiert, in denen die Menschen Busse und Bahnen zum Nulltarif, zum Arbeitsplatz kommen können, in dem die Schulen nicht mehr die marodesten Gebäude in einer Kommune sind und in dem die Energieversorgung erneuerbar vorangebracht ist, dann weiß ich und dann weiß ich, wie wir uns entscheiden. Wir wollen ein Land mit guter öffentlicher Infrastruktur. Die Schuldenbremse, die muss weg. Die schwarze Null hat fertig. Raus aus der neoliberalen Mottenkiste und hin zu einem sozial gerechten ökologischen Politikwechsel. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN darf ich Herrn Kaufmann ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe jetzt ein bisschen vor einem Problem. Wenn man auf die Uhr guckt und wenn man an seinen eigenen Magen denkt, dann ist es schon ein bisschen knurrig. Dennoch müssen Sie jetzt auch meine Rede noch zur Kenntnis nehmen, soweit Sie dazu bereit sind, weil natürlich muss zu dem, was jetzt hier von einer Rednerin und mehreren Rednern der Opposition an unterschiedlichen Bildern des Haushaltsentwurfs präsentiert wurde, die allerdings sämtlich wohl eher Zerrbilder waren, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Karikatur genannt werden können, natürlich muss dazu auch noch einmal das richtige Bild gestellt werden. Ich habe noch ein kleines zweites Problem bei Frau Kollegin Schardt-Sauer. Ich habe Ihre Schuldenschnecke nicht verstanden. Also, Escargot à la dette kann ich mir noch als Gericht auf dem Teller vorstellen. Wir sind ja in der Mittagszeit. Aber was jetzt eine Schuldenschnecke sein soll, das entgeht meiner Kenntnis. Vielleicht kann man mich bei Gelegenheit noch einmal darüber aufklären. Meine Damen und Herren, natürlich, um auch auf die Kritik einzugehen, natürlich darf und muss in einer politischen Debatte muss es immer unterschiedliche Sichtweisen geben. Für eine fruchtbare Diskussion sollten sie aber nicht so weit strapaziert werden, dass die Realitäten völlig aus dem Auge verloren werden oder dass völlig falsche Sprachbilder verwendet werden. Insoweit, Frau Kollegin Schardt-Sauer, bin ich für diesen Hinweis ausgesprochen dankbar. Allerdings, Lob und Tadel gehört dazu, jawohl. Aber es wäre jetzt kein richtig großer Mangel, wenn auch ein Oppositionsredner oder eine Rednerin auch einmal den einen oder anderen Vorschlag machen könnte. Und noch dazu, wenn man auch noch sagen würde, wie man ihn finanzieren will. Das hätte in der Tat eine deutliche Qualitätssteigerung für die Debatte zur Folge. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der heute vom Finanzminister vorgelegte Entwurf entspricht aus unserer Sicht absolut state of the art. Er ist nämlich optimiert für die aktuelle finanzpolitische Situation und berücksichtigt in besonderem Maße das Gebot der Nachhaltigkeit. Vorgestern war es ein Jahr her, dass die Hessinnen und Hessen mit einer zugestandenermaßen knappen, aber klaren Mehrheit der Stimmen die Regierung aus CDU und GRÜNEN bestätigt haben, sodass wir auch für die neue laufende Legislaturperiode den Gestaltungsauftrag bekommen haben. Im Übrigen zum Kollegen Schalauske das Hinweis, wir machen weiter so. Also nach dem Ergebnis für die GRÜNEN bei der Wahl finde ich das auch eine Bestätigung, so weiterzumachen. Denn wir waren da nicht unzufrieden. Meine Damen und Herren, nachdem der vor der Sommerpause verabschiedete Nachtragshaushalt im Wesentlichen lediglich die Anpassung an die neuen Konstellationen, Stichwort Landtag, Stichwort Ressortaufteilung, abbildete, ist der heute vorliegende Entwurf der politisch-inhaltliche
ebenso wie der finanzwirtschaftliche Einstieg in die neue Regierungsperiode. Aufbruch im Wandel ist die Headline des Koalitionsvertrags in dieser Periode. Und genau diese Aufgabe meistert auch der Budgetentwurf und, wie ich meine, in ausgezeichneter Weise. Nachdem wir, es ist schon darauf angesprochen worden, in der abgelaufenen Wahlperiode klar orientierte Konsolidierungspolitik, damit die laufende Kreditfinanzierung des Haushalts sogar schneller als ursprünglich geplant beenden konnten, besteht die Herausforderung nunmehr darin, die Entwicklung bei der zunehmend verhaltener sich entwickelnden Steuererträgen den Wandel dennoch nachhaltig und positiv zu gestalten. Und dies wollen wir sowohl bei der finanzwirtschaftlichen Ausrichtung, was Sie bei der Betrachtung des Finanzplans, den wir ja auch mit aufgerufen haben, sich durchaus vor Augen führen können, als auch mit der inhaltlichen Profilierung dann umsetzen. Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit stehen an erster Stelle aus grüner Sicht, was die Inhalte angeht, im Haushalt 2020 natürlich die geplanten Aufwendungen für den Klimaschutz. Schließlich wächst mit dem fortschreitenden Klimawandel die Dringlichkeit und somit auch die Verantwortung der Politik, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Dazu wollen wir auch in Hessen unseren Beitrag leisten und haben deshalb für die Laufzeit der Finanzplanung hier rund insgesamt 900 Millionen Euro eingeplant. Mit den jährlich steigenden Budgettranchen stehen damit Maßnahmen für den Klimaschutzplan an erster Stelle. Auf sie entfallen rund 40% des Gesamtbudgets. An zweiter Stelle steht der Aufwand für Vorhaben zur Optimierung von Gebäuden sowohl des Landes als auch der Kommunen mit rund einem Viertel, also 25%, gefolgt vom 12-Punkte-Programm Wald mit weiteren gut 20%. Das sind die wichtigsten Bereiche. Und, meine Damen und Herren, eng mit dem Bereich Klimaschutz haben natürlich auch die Maßnahmen im Bereich der Mobilität, vor allem die Verkehrswende, zu tun. Im Haushaltsentwurf ragt hier die Verstetigung des Angebots des Schülertickets hervor. Das sind doppelt 50 Millionen, kameral 10 Millionen im kommenden Jahr. Und sie ist begleitet von der Neueinführung eines Seniorentickets, welches wir beschlossen haben. Aber, und das finden wir eine exzellente Nachricht, keine zusätzliche Budgetposition erfordert. Nach aller Erfahrung kann man nämlich davon ausgehen, dass die Attraktivität dieses Angebots so groß ist, dass wesentlich mehr Kundinnen und Kunden hier zugreifen werden, als bisher Monats- oder Einzelfahrkarten gekauft haben, sodass es eine echte Win-Win-Situation wird, mehr zufriedene ÖPNV-Nutzerinnen und höhere Erträge bei den Verbünden. Das ist einmal eine richtig gute Maßnahme auch der Klimapolitik. Meine Damen und Herren, darüber hinaus steht der Ausbau der Infrastruktur verstärkt auch im Fokus der Mobilitätspolitik. Dabei geht es ebenso um unterschiedliche Schienenprojekte wie auch um ein eigenständiges Radwegeprogramm und natürlich auch um die Straßensanierung, welche weiterhin einen eindeutigen Vorrang vor Neubaumaßnahmen genießen. Insgesamt wird aus dem Haushaltsentwurf also deutlich, dass wir die Lösung unserer Mobilitätsprobleme engagiert anpacken. Schließlich ist das ja auch eine nicht unwesentliche Weichenstellung für die Frage, wie sich die Lebensbedingungen auf dem Planeten weiterentwickeln angesichts des Klimawandels. Meine Damen und Herren, unter dem Stichwort Entwickeln bin ich nach dem ökologischen Aufbruch beim zweiten großen Bereich der von uns GRÜNEN mitgestalteten Politik, nämlich dem sozialen Aufbruch. Und an erster Stelle innerhalb dieses sozialen Aufbruchs steht hier die Bildung. Denn sie ist ein entscheidender Schlüssel dafür, dass die Menschen ihre Chancen wahrnehmen, ein selbstbestimmtes Leben führen und sich in der Gesellschaft den gewünschten Platz verschaffen können. Und wie wir alle wissen, ist der Bildungsbereich vor allem dadurch gekennzeichnet, dass hier sehr viele Menschen engagiert sind. Der Haushälter drückt das dann eher technisch aus, nämlich Bildung ist durch einen sehr hohen Anteil an Personalaufwand gekennzeichnet. Und genau dies, meine Damen und Herren, schlägt sich im Haushaltsentwurf natürlich nieder. Für die hessischen Schulen sehen wir rund 750 zusätzliche Stellen, für den Bereich der Lehrerausbildung nochmals rund 150 Stellen im Jahr 2020 neu vor. Und nicht unerwähnt lassen sollte man an dieser Stelle auch
die kommunalen Investitionsprogramme von Bund und Land sowie die Mittel im Rahmen des Digitalpakts Schule. Hier fließen zusätzliche Mittel in zweistelligen Millionenbereich an die Schulträger in Hessen. Meine Damen und Herren, Bildung beginnt jedoch nicht erst mit der Schule. Deshalb liegt ein besonderer Schwerpunkt der Aufwendung im Haushaltsentwurf bei der Förderung der Kinderbetreuung, die eine originär kommunale Aufgabe ist, die aber selbstverständlich in gesamtstaatlicher Verantwortung wahrgenommen werden muss. Von den zusätzlichen rund 300 Millionen € in diesem Bereich entfallen demgemäß ca. 112 Millionen € auf die Förderung nach dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes, und weitere ca. 120 Millionen € werden nach unserem Starke-Heimat-Gesetz vom Land aufgebracht. Die aufklingenden Debatten zu diesem Thema werden wir, denke ich, morgen am Ende der Plenarrunde noch in guter, kollegialer Gemeinsamkeit führen können und dann zu einem Ergebnis kommen. Meine Damen und Herren, natürlich umfasst der soziale Aufbruch mehr als den Bildungsbereich. Es geht auch darum, Menschen in besonderen Lebenslagen zu unterstützen und für alle die Chancen auf Teilhabe zu verbessern. Deshalb müssen und wollen wir gerade auch dann, wenn über Bildung und sonstige Prävention Krisensituationen nicht verhinderbar waren, niemanden allein lassen. Erneut stocken wir deshalb das Sozialbudget auf. Wie Sie wissen, ist dies ein finanzwirtschaftlich geschützter Bereich des Haushalts, aus dem wir die Hilfestellungen finanzieren und auch die vielfach, besonders in diesem Bereich, ehrenamtlich Tätigen unterstützen. Sie sehen es mir gewiss nach, dass ich an dieser Stelle hier nicht ins Detail gehen kann. Aber die Fachdebatten über die Einzelpläne werden wir anlässlich der zweiten Lesung führen. Und ich bin mir sicher, dass der Einzelplan 08 da ein Schwerpunkt sein wird. Meine Damen und Herren, über die ganz vielen positiven Inhalte des Haushaltsentwurfs könnte man ja eigentlich noch lange sprechen. Indes auch der Zeitrahmen und Ihr Magen sprechen dagegen. Deshalb will ich nur noch einen Bereich einer kurzen Betrachtung unterziehen, über den heute schon und generell im Landtag hier oft, gern und auch heftig gestritten wird. Ich rede von der Finanzausstattung unserer Städte, Gemeinden und Kreise, sprich dem KFA. Das Volumen des KFA steigt im kommenden Jahr auf den Rekordwert von nahezu 6 Milliarden €. Genauer gesagt auf 5.998.732.000. Das ist eine Zahl mit 10 Stellen. Ein Gesamtzuwachs von 15% gegenüber 2019. Mit dieser überdurchschnittlich gewachsenen Dotierung des Landes zugunsten der kommunalen Aufgabenerfüllung können die Kämmerer für das aller hessischen Kommunen für das Jahr 2020 einen erheblichen Zuwachs an Finanzvolumen bilanzieren. Aus meiner Sicht sind deshalb die meisten Beschwerden und Kritiken auch von der hiesigen Opposition in der Sache nicht nachvollziehbar, zumindest quantitativ nicht begründbar. Der Anteil, meine Damen und Herren, der Finanzmittel, den das Land seinen Kommunen zuwendet, gemessen an den gesamten Steuererträgen des Landes, ist auch im kommenden Jahr mal wieder so hoch wie noch nie. Rein quantitativ wurden die hessischen Kommunen von der Landesebene noch nie finanziell so umfänglich bedacht, so zugewandt unterstützt wie mit dem Haushaltsentwurf 2020. Meine Damen und Herren, wir nehmen als Regierungsfraktion unseren Auftrag sehr ernst, den das hessische Volk letztes Jahr als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen hat, nämlich für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen. Und deshalb schenken wir nicht nur einer angemessen guten quantitativen Ausstattung des KFA unsere Aufmerksamkeit, sondern auch seiner Verteilungs- und Ausgleichswirkung. Und damit greifen wir gerade nicht in unzulässiger Weise in die kommunale Selbstverwaltung ein, wie der eine oder andere hier gerne behauptet, sondern umgekehrt. Wir ermöglichen die kommunale Selbstverwaltung im Grunde erst, indem wir die weiterhin gegebenen Finanzkraftunterschiede in angemessener Weise ausgleichen und sich nicht immer weiter auseinanderentwickeln lassen.
Über dieses Thema werden wir ja morgen zum Schluss der Plenarwoche noch einmal uns auseinandersetzen, wenn wir über die starke Heimat diskutieren. Ich sprach es bereits an. Meine Damen und Herren, wer über den KFA spricht, hat sich den finanzwirtschaftlichen Aspekten des Haushalts ja bereits genähert. Diese sind jetzt mein Thema als Nächstes. Wenn ich den Entwurf des Haushalts eingangs State of the Art nannte, dann bezog ich dies insbesondere auch auf seine finanzpolitische Architektur. Gerade in den aktuellen Zeiten von niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt wäre es meines Erachtens, nein, es ist, wir haben es ja wieder gehört, ein Irrweg, so wie es manche ja gefordert haben, jeden finanziellen Spielraum zur Schuldentilgung ausschöpfen zu wollen. Eine Fremdkapitalquote von null kann und darf nämlich nach meiner festen Überzeugung nicht das Ziel einer verantwortungsvoll agierenden staatlichen Finanzwirtschaft sein. Als Staat müssen wir vielmehr auch an die Bürgerinnen und Bürger denken, die sichere Geldanlagen suchen. Damit ist es durchaus auch unsere Aufgabe, als Land unseren Beitrag zu einem gesunden Kapitalmarkt zu leisten und somit auch weiterhin als Emittent von Finanzprodukten aufzutreten. Und vor diesem Hintergrund ist die im Finanzplan vorgesehene planmäßige und moderate Reduzierung der Altschulden durchaus der richtige Weg. Schließlich sollte nicht vergessen werden, dass aktuell jede Umschuldung uns eine weitere Verringerung des Zinsaufwandes erbringt. Und weiterhin darf nicht unerwähnt bleiben, dass wir unsere Politik der Vorsorge klug und engagiert fortsetzen. Wir dotieren die jährliche Versorgungsrücklage nämlich weiterhin mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Und wenn jetzt, muss ich darauf eingehen, auf das, was Vorredner von sich gegeben haben, im Vergleich, wie wenig das sei. Also erstens sollte man den Unterschied zwischen Rückstellung und Verbindlichkeiten, verehrte Ökonomen aus der AfD und andere Redner, eigentlich kennen, wenn man hier darüber redet. Wenn man das gemeinsam in einen Topf schmeißt, hat man schon eigentlich argumentativ verloren, weil das passt nicht zusammen. Diejenigen, die es studiert haben, müssen es besser wissen. Wir müssten es eigentlich alle wissen, weil wir es aus dem Haushalt ja schon kennen. Also, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt. Unsere Versorgungsrücklage umfasst jetzt aktuell rund 3,65 Milliarden €. Das ist mehr, wenn Sie den Haushalt vergleichen wollen, als eine gesamte Jahresleistung der Versorgung in Hessen. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel und vergleichen es doch mal mit den Rücklagen der deutschen Rente, also der Angestelltenversicherung. Die beträgt bekanntermaßen 1,6 Monatsleistungen und nicht eine ganze Jahresleistung. Und deswegen ist mancher Kommentar zu der Frage, wie auskömmlich das ist, was wir als Rücklage gebildet haben, im Wesentlichen der Ahnungslosigkeit geschuldet und nicht irgendeiner Kenntnis. Ich komme zum Nächsten, zu der Behauptung, dass die Rücklage für schlechte Zeiten sei. Verehrte Frau Kollegin, die Rücklage für schlechte Zeiten ist bei uns die Konjunkturausgleichsrücklage, die nämlich genau dafür dient, stärkere Steuereinnahmen als geplant zurückzustellen für Zeiten, wenn die Steuereinnahmen, das ist ja schlechte Zeit in dem Sinne, dann auftritt. Und insgesamt haben wir die in den letzten Jahren weiter aufgestockt. Tun Sie doch einmal, wenn Sie über Rücklagen reden, vorher einen Blick in den Haushalt, Anlage 8, der Gesamtbestand des Gesamthaushaltsplans an Rücklagen beträgt 2,34 Milliarden €. Ich nenne das einen deutlichen Ausweis vorsorgender Finanzpolitik. Deswegen zeigt für mich auch das wiederholte Rückumkritteln von Ihnen, das waren die Kollegin Weiß und die Kollegin Schardt-Sauer, in der Reihenfolge an der geplanten Rücklagenentnahme seitens der Opposition im Wesentlichen nur deren finanzwirtschaftliche Ahnungslosigkeit. Ich muss es so sagen. Kollege Weiß, Kollegin Schardt-Sauer, für mich haben Sie an dieser Stelle eine erschreckende Unkenntnis offenbart heute. Gut, die Kollegin Schardt-Sauer ist erst neu dabei, aber der Kollege Weiß, wenn auch nicht in dieser Zuständigkeit, schon eine Weile. Vielleicht sollten Sie beide erkennen, dass wir seit Jahren praktizieren, das atmende System der Rücklage. Aus dem Vollzug entstehende
Überschüsse werden der Rücklage zugeführt, und entsprechend im Folgejahr wird hier in angemessenem Umfang wieder Finanzierungsbeiträge heraus generiert. Dieses im Übrigen bewährte Verfahren wollen wir auch beibehalten. Und wenn Sie sich das einmal auf einer Kurve anschauen, dann sehen Sie, dass alle Vokale oder Entschuldigung, dass alle Bezeichnungen, das sei Plünderung, völlig daneben sind, weil wir genau damit auch sorgfältig, sprich nachhaltig umgehen. Da haben wir auch nicht die Absicht, das zu ändern. Meine Damen und Herren, ein letzter Blick im Rahmen einer finanzwirtschaftlichen Betrachtung ist auch noch auf den Finanzplan zu werfen. In diesem zeigt sich die positive Entwicklung des Finanzierungssaldos in dem Landeshaushalt bei gleichzeitig gedämpften Erwartungen im Blick auf die Steuereinnahmen. Unabhängig davon ist ausgewiesen eine weitere kontinuierliche Steigerung der Dotierung des KFA. Und wir zeigen damit doch deutlich, dass das Land auch in Zukunft ein verlässlicher Partner seiner Kommunen sein wird. Besondere Anstrengungen, das ist überhaupt nicht zu leugnen, dürfte bei der Finanzplanung noch der Bereich der Investitionen erfordern. Wir wollen auch noch mehr, als im Finanzplan steht, sage ich jetzt aus grüner Sicht, den Umfang möglichst weiter steigen. Und das erzeugt in der Folge nicht nur Probleme der Finanzierung, sondern auch der Umsetzung. Wir hatten schon darüber gesprochen, worauf die aktuelle Summe der kameralen Übertragungen jährlich ja im Augenblick schon hindeutet, dass es nicht so ganz einfach ist, die Investitionsmittel auch tatsächlich zu platzieren. Wir wollen für diese Probleme sowohl die Finanzierung als auch die Umsetzung Lösungen finden. Und dazu gehört auch, ich sage das klar und deutlich, Wege zu finden, die Beteiligung von Fremdkapital an Investitionsmaßnahmen des Landes konform mit der Schuldenbremse zu ermöglichen. Dort wird es Möglichkeiten geben, und deswegen ist das für uns ein Thema, was es zu bearbeiten gilt. Ich muss zum Schluss kommen und will das auch. Zusammenfassend ist das Budget durchaus ein Glanzstück und gleichzeitig der Ausweis einer aktiven, gestaltenden, soliden Finanzpolitik. Deshalb hoffe ich, dass es auch Ihre Zustimmung findet. Und der verehrten Opposition, das ist mein letzter Gedanke, möchte ich abschließend raten, statt immer gleichlautendes Gemäkel zu artikulieren, wir haben es ja heute wieder hören dürfen, lieber folgenden Ratschlag zu befolgen. Nur Mut, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP. Neue Ideen und Aussagen sind gefragt, und nicht nur die stetige Wiederholung der beiden abgedroschenen Forderungen, zu wenig und zu spät oder Mehrausgaben ohne jeglichen Finanzierungsvorschlag. Nur dieses konnten wir bislang hören. Insoweit wünsche ich uns allen eine konstruktive und alle bereichernde Beratung des Haushaltsentwurfs 2020 und bedanke mich, ich hätte jetzt fast gesagt, und wünsche guten Appetit, aber das steht mir nicht zu. Ja, meine Damen und Herren, nach der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020, Haushaltsgesetz 2020, den wir mit dem Antrag der Landesregierung Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2019 bis 2023 gerade gelesen und hier diskutiert haben, werden wir nach erster Lesung den Gesetzentwurf mit dem Antrag an den Haushaltsausschuss überweisen. Und, meine Damen und Herren, bevor wir dann jetzt in eine zweistündige Mittagspause eintreten und hier um 20 nach 4, also 16.20 Uhr, hier wieder treffen, darf ich Sie noch darauf hinweisen, obwohl der ein oder andere Magen knurrt, dass wir jetzt eine Ausstellungseröffnung gleich haben. Und zwar die Eröffnung der Veranstaltung 30 Jahre Mauerfall im Medienraum und dann die Ausstellungseröffnung Eastside Gallery in der Ausstellungshalle, zu der Sie herzlich eingeladen sind. In diesem Sinne eine gute Mittagspause.